Also erstmal Norbert, dir und unseren Zuschauern ein schönes neues Jahr. Natürlich wird es kein Balsaflieger. Aber eigentlich sollte nachher Rumpffläche, Leitwerke, wollen wir in den nächsten Tagen dann zusammenbauen. Das heißt, in den nächsten Folgen werden wir mehr oder weniger einige Sachen nochmal zeigen. Es ist jetzt nicht mehr so ganz so kompliziert, die Sachen werden leichter. Wie baue ich so ein Modell? Also das heißt Zusammenbau, den Bauteilen. In diesem Fall ist es jetzt der Wörli 6, aber ob das jetzt Notos ist oder ein anderer Flieger oder auch andere Flieger, wo die Servos noch eingebaut werden müssen, ist also die Arbeit ist immer dieselbe. So, wir brauchen dafür ein bisschen Werkzeug, fangen wir mal an, ein bisschen Klebeband, Feuer, bisschen Anzeichenmaterial, Schraubenzieher, eine Zange, ein Seitenschneider, ein Lineal. Ich habe jetzt hier in diesem Fall einen Servotester und einen Akku, zwei gute scharfe Messerklingen. Wir brauchen natürlich ein Servo. Wir wollen heute anfangen mit einem Tragflügel. Ich habe hier schon mal einen vorbereitet, das heißt, so sieht das nachher im fertigen Zustand aus. Ich kann hier mal eben den Servotester anschließen. Ich habe heute dazugelernt. Ich hatte erst gedacht, das Ding ist kaputt, aber Norbert hat gesagt, da gibt es einen Schalter. Lass den mal eben hier laufen. So, das ist die Überkreuzanlenkung, die ich hier eingebaut habe. Ich verwende hier Servos. Das ist das DES 428. Das ist mit Metallgetriebe. Das hat den Vorteil, diese DES-Servos haben ein sehr langes Kabel. Ich kürze das sogar noch ein bisschen und mache jetzt keine großen Stecker in die Flächen, da ich die meiste Zeit die Flieger entweder zusammengebaut im Auto transportiere oder auch zusammengebaut liegen habe. Wer jetzt ständig die Flächen abbauen muss oder möchte, kann natürlich auch sich hier ein vernünftiges Stecksystem anbauen. Aber die Kabel sind lang genug, das heißt, man könnte daraus auch wieder ein Stecksystem bauen. Also das ist eine feine Sache. Dann fangen wir mal an. Also wir haben hier, wir brauchen natürlich irgendwo Flächen, wir brauchen Satzleitwerke, wir brauchen einen Rumpf und wir fangen heute mit den Flächen an. Achso, was wir noch brauchen, ist auf alle Fälle eine Unterlage, die ein bisschen weich ist. Ich habe hier einfach so eine Schaumpapierplatte, dass ich auch die richtige Fläche erwische. Ja, die ist es. So, wir wollen jetzt hier in dem Bereich unser Servo einsetzen. Klebe ich als erstes mal. Den Bereich einfach ab. So, jetzt messe ich hier. Ich muss noch mal gucken, wie ich das hier eingebaut habe. Ich glaube, ich habe das 45 mm von der Kante eingebaut. Jo. So, jetzt mache ich hier mir 45 mm von der Kante erstmal einen Querstrich. So, dann läuft in diesem Bereich ja irgendwo immer ein Holm. Den zeichne ich mir auch an, nicht dass ich den irgendwie verletze. So, nun haben wir eigentlich schon alle Zutaten für so ein Servo. Wo die Einbauposition ist, schickst du ja auch grundsätzlich. Das ist immer mit. Das ist eigentlich nicht so wirklich mit dabei. So die Maße, die passen in etwa. Auf alle Fälle hinterm Heu. Manche Leute setzen ja ein bisschen dichter ein. Ich mache es immer so 40, 45 mm von der Kante weg. Ich mache die Laschen jetzt ab. Wer hat, ich mache es nochmal hier mit dem Dremel, geht für jetzt schneller, aber wenn es nicht geht, kann man es natürlich auch mit dem Schleifschlotz machen. Ich glaube, heute Abend rede ich nicht ganz so viel, weil ein bisschen beim Bauen muss man nicht immer die ganze Zeit reden. So, da das Kabel hier nachher aus der Ecke raus soll, lege ich das Servo hier jetzt einfach drauf. Und zeichne jetzt mein Servo einfach an. So, lege ich nochmal drauf, gucke, ob das wirklich passt.
Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das auch etwas größer ausschneiden. Ich mache das immer genauso groß wie der Servo. Weiß nicht, ob das aus Bequemlichkeit ist. Wenn man etwas Schaum stehen lässt, dann kann ich die Platte besser sauber drauflegen. Das kann jeder machen, wie er möchte. Dann brauchen wir jetzt mal eben ein Cuttermesser. Tut ja immer weh, ne? So mitten in die Fläche zu schneiden. Vor allem, wenn es die eigene ist. Ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hab letzte Woche schon mal geübt, die andere Fläche fertig zu machen. Es liegt aber daran, dass ich den letzten, die gelbe Gefahr, insgesamt 7 Jahre geflogen habe. Braucht man gar nicht so viele Flugzeuge mehr. So, dieses Gewebe, das kann ich eigentlich so abheben. Ne? Klebt das sogar ein bisschen besser. So, legen wir das hier mal hin. So, nun habe ich hier schon mal den Schaum freigelegt. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wer einen Dremel hat, kann das eben schön mit einem kleinen Fräskopf ausfräsen. Wer das nicht hat, so zeige ich euch das jetzt mal. Ganz einfach vorsichtig bis zur Rückseite durchschneiden. Man merkt, wenn man unten ankommt. Wenn man möchte, kann man hier die Spitze noch ein bisschen wegnehmen, damit man nicht unbedingt auf das Laminat trifft. Aber so geht's auch. So, wir wollen jetzt in dieser kleinen Serie, die wir jetzt machen, einmal zeigen den kompletten Flieger. Das heißt, wir schaffen heute irgendwas, beim nächsten Mal wieder etwas, bis er fertig ist. Es wird nicht heute an einem Abend machbar sein. Also ich denke mal, wer nicht geübt ist, der wird da deutlich, also über 10, 20, 25 Stunden Bastel Spaß haben, wer geübt ist. Also man kann das auch, wenn man so will, morgens anfangen, abends fertig haben. Aber bedarf auch ein bisschen Übung. Ihr seht schon, ne? Also dieses, obwohl da sehr viel Harz in den Flügeln ist, hält der Schaum nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ich zeige euch gleich auch nochmal einen Ruhrzellflügel. Da wundert man sich, das ist noch schlechter. Da fällt das Gewebe einfach so runter vom Kern. Bei manchen Flügeln ist es auch schon ausgefräst, also wenn man so Fertigmodelle kauft, also was heißt fertig, also ich sprich von namhaften Herstellern. So wichtig ist, dass die Ecken so ein bisschen raus sind, sonst wundert man sich, dass das Servo da immer nicht reinpasst. So, wenn man das ganz gut meint, dann könnte man hier noch eventuell kleinen Gewebestreifen einlegen, weil das an der Stelle ja jetzt sehr weich wird. Ihr seht das, wenn ich hier drauf drücke. Ja. Aber das funktioniert auch so. Dann gucken wir mal eben, ob der da reinpasst. Jo, passt. So, haben wir das Thema schon mal durch. So, jetzt machen wir hier vorne, bei diesem Flieger kommen die Kabel hier vorne raus, weil hier oben nachher hier das Kabel nachher durchgeht. Das heißt, ich habe jetzt in der Auflage, kommt mein Kabel hier vorne raus. Das schleife ich jetzt mal eben hier einfach so eine Fläche an. Habt ihr vorhin schon gefragt, wozu brauchen wir das Feuer? Feuerzeug geht natürlich auch. Aber man kann das auch mit dem Streichholz machen. Ich erwärme jetzt den Stahldraht hier. Und versuche jetzt in die Richtung, schiebe ich jetzt einfach und brenne da erstmal ein. Kommt da kommt das. Ein Loch rein. Da seht ihr. Ja, da geht mein Kabel nachher durch.
vergrößere ich jetzt nochmal mit einem kleinen Bohrer. So, gehe ich dann nochmal mit dem Schraubenzieher rein. So, dann haben wir schon den Kabelkanal, auch schon fertig. Servo hier erstmal provisorisch reindrücken. So, nun ist es so, dass der Draht quasi oben auf dem Ruderhahn läuft, also genau quasi auf dieser Linie. Die werde ich hier nochmal anbringen. Mal gucken, dass das hier etwa parallel in etwa zu den. Das kann ich nochmal eben messen hier. Das sind jetzt 7,7. Dann mache ich hier 7,7. Oh, das schreibt er nicht mehr ordentlich. Tolle Wurst. Aber Herr Edding hilft manchmal auch. 7,7. So, jetzt drehe ich mir den Flügel um. Kleben in etwa bei 7,7. So, nun ist es so, dass der Draht hier läuft. Der Draht aber ja am Ende, ich male das hier mal eben drauf, so ein Winkel ist. Das heißt, mein Ruderhorn sitzt nicht in der Verlängerung von dem Draht, sondern wenn der Draht jetzt zum Beispiel 1,2 mm ist, sitzt mein Ruderhorn etwas daneben. Das heißt, hier kommt mein Ruderhorn nachher hin. Da muss der Schlitz hin. Das heißt, der Schlitz von dem Draht ist quasi in diesem Fall jetzt rechts neben dem Ruder. Man kann das auch links machen, das ist wurscht. Es kommt darauf an, wie man das nachher biegt. Also, so, und hier, da muss ich aber mal eben, ich habe die andere Fläche schon, ich habe schon eine fertig. Ich kann hier mal eben messen. Hier muss ein Schlitz rein. Der ist ungefähr 15 mm lang. Na? So, und dann ist der 4 mm vom Ende ungefähr. Also da muss jeder auch seinen Weg irgendwo finden. Ich kann nur vormachen. So, und da kommt mein Ruderhorn herein. So. Kann das auch mit einer Dremelscheibe machen, mit dem Dremel. So, nun haben wir hier einen Schaum. Nun wollen wir ja irgendwie den Draht, müssen wir da irgendwie durchkriegen. Wie das? Also, da mache ich Folgendes. Ich zeichne ihn hier. Erstmal das Ende meines Querruders an. So, nun fängt der Draht hier irgendwo. Da sitzt ungefähr nachher mein Draht. Also mache ich jetzt hier. Hier muss ich jetzt irgendwo in dem Bereich einen Schlitz machen. Das ist nur eine optische Hilfe hier, mehr ist das nicht. Da läuft nachher mein Draht irgendwo durch, so in der Richtung. So, jetzt kann ich aber Folgendes machen. Ich kann jetzt mein Querruder so hinstellen, dass die Oberfläche in etwa dem Draht läuft. So, da mache ich jetzt mal Folgendes. Ich habe das letzte schon mal geübt. Ich lege jetzt hier. Einfach lege ich den hier drauf. Ich merke schon, ich mache schon wieder Unordnung hier. Scheiße. So, dann gucke ich hier nochmal, ob das in etwa passt. Also, dass quasi das Querruder in Verlängerung so hoch steht. Ich sage auch gleich, warum ich das so mache. Da ungefähr, ne? Da passt das. So, das ist jetzt nur für den Spalt. So, nun kann ich die Oberfläche von meinem Querruder dazu benutzen, um gerade mein Draht dort durchzuführen. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich den Draht hier oben auf das Querruder legen
Und dann, also wieder Feuer an. Also, dass das bei euch nicht so schnell geht, ist vollkommen okay, weil man dann doch Schiss hat, da was zu machen. Das ist auch vollkommen okay. Manchmal ist es so ein bisschen Erfahrung. So, gucken wir mal. Tjo, da seht ihr den Draht. Da ist mein, da sitzt nachher mein Ruderhorn. Da sitzt der Draht. Das schwarze, seht ihr den? Ich stecke den nochmal durch. Wenn man die Richtung einigermaßen einhält, sieht man hier, da ist der Draht jetzt, seht ihr? Ja? Eigentlich ganz einfach. Nun habe ich schon ein Ruderhorn vorbereitet. So, vorbereitet habe ich, aber wohin gelegt? Da. So, hier sitzt nachher mein Servohorn, mein Ruderhorn. Mein Ruderhorn muss also auf alle Fälle, aber was ganz wichtig ist, muss bis an die Unterkante gehen. Das heißt, ich muss auch die Unterseite mit der unteren Seite verkleben. Ich habe das früher nicht gemacht, denn irgendwann reißt das raus, dann wird das wird so wabbelig, das wird alles wabbelig. Einfach den Schaum wirklich bis unten wegnehmen. So, was man dann noch machen kann, wenn man das Ruderhorn ein bisschen weiter reindrücken kann, dann braucht man nicht ganz so viel, dass ich das quasi hinten richtig spitz schleife. Nicht so stumpf. So, dann die Seiten noch mal eben einmal anschleife. So, fertig. So, läng das noch mal ab in etwa. Dass ich bis dahin aufmache. So, kratzen das aus hier, den Schaum. Ja, so ein bisschen rausbröckelt ist eigentlich nicht ganz so schlimm, weil wir machen dann nachher 5 Minuten Epoxy rein. Also dafür lang 5 Minuten Epoxy allemal. Ja, nicht schlecht. Schlecht geschnitten. Also ich würde nicht mit der Maschine hier rangehen, also ganz ehrlich, wenn man sich dann nicht wundert, dass man unten durchgeschnitten hat, dann hat man selber Schuld. Ne? Irgendwo habe ich mal geschrieben, ganz zu Anfang neben Dremel, hat er gleich die Maschine genommen, hat die Querruder gleich ganz durchgeschnitten. Naja. So, und jetzt kann ich den hier so reinschieben. Ein bisschen. So, und schon haben wir eigentlich unser Servohorn schon drin. So, was man jetzt noch machen könnte. Ganz klein bisschen links und rechts anschleifen. Also es ist so, dass auf diesen Tragflügeln immer noch ein bisschen Restfett drauf ist. Das heißt, man sollte da auch da, wo man, wenn man auf der Oberfläche etwas machen will, immer ganz klein bisschen anschleifen. So, und dann nicht mit dem dicken Daumen wieder drüber, dann haben wir nämlich wieder das unser Körperfett da reingebracht, was eigentlich gar nichts bringt. So, haben wir mal einen Servo. Ich habe jetzt schon ein bisschen geübt. Passt alles. Also wir haben das Servo gebohrt. Ich habe mit einem Servotester das Servo auf 0 gestellt. Dann setze ich das Servohorn, also das Ruderhorn, ein Zacken nach hinten. Und zwar quasi, wenn du so willst, weg von dem Flügel, weil damit habe ich einen größeren Weg nachher. So, dann habe ich hier, jetzt schon mal von den Steckern die Stecker abgemacht. Da müsst ihr darauf achten, wie es nachher wieder zusammengebaut wird. Also hier die kleinen Klammern aufmachen, einfach rausschieben. So, jetzt habe ich einen Draht hier schon mal von losgemacht. Den stecke ich jetzt hier einfach durch. Ich hoffe, dass das so einfach geht. Manchmal frickelt das, manchmal nicht.
So, kommt hier raus. Da das Kabel lang genug ist, schwuppsiwupps, habe ich mein Kabel draußen. Einmal noch ein Test. Was wird passen? Man kann dann den Stahldraht einmal vorbiegen. Eine Richtung. Nun wird das ein bisschen schwierig. Also manchmal ist das hier mit dem Durchfrickeln ein bisschen schwierig. Ich stecke den Draht hier durch. Ich setze den da rein. Ich drücke jetzt erstmal ohne Kleber, ohne alles mein... Ich habe das jetzt hier, seht ihr, schon mal erstmal reingeschoben. Alles ist alles nicht verklebt. Das heißt, ja, das funktioniert schon mal hier so super. Man sieht auch, dass der Weg hier ausreichend ist. Ja. Einmal so hin. So, jetzt habe ich hier ja mein Loch. Das heißt, ich mache hier mal mit dem Edding ein Strichchen. Nimm den wieder raus. So, jetzt muss ich mal eben gucken. So, jetzt muss ich mal eben gucken, nicht, dass ich das falsch mache. Der muss da und der muss dahin. Also das heißt, ich muss den nach innen biegen. So, jetzt ist das Problem immer, also wie gesagt, wenn man hier so eine Hülse hätte, dann wäre das viel, viel schöner. Ich drücke den da einfach dann immer durch. Was nicht so gut ist, kommt eigentlich nicht ganz so gut. So, Servo noch mal eben raus. Weil dadurch das Loch größer wird. Aber da bin ich ziemlich brutal. So. Jetzt müssen wir da den Draht eben in das Servo führen. So, dann machen wir einmal eine Probepressung hier. So, Servo guckt oben auch nicht mehr raus. So, jetzt setzen wir den mal eben zusammen, um noch vorsichtshalber noch mal eben zu testen. Jetzt das Servo hier noch mal raus, das Ruderhorn. Jetzt nehme ich das Servo hier noch mal raus. Stäbchen hier. Na, aber ich komme. Ich hole mal eben rein. Geh mal zu McDonald's. Ah, McDonald's hatte noch auf. Die werden allerdings auch immer dünner da. Spar noch an allem. Nun bei der Verklebung gleich. Du nimmst doch nicht die Oberschale damit in die Verklebung rein, sondern sicherlich. Nur am Schaum, oder? Nee, die Oberschale, ja. Bei mir sieht das dann immer kacke aus. Ja, das ist so ein bisschen, also den Schaum. Da bin ich, also ich sag mal, ihr wisst ja, ich bin da immer so ein bisschen vielleicht anders als der Rest der Welt. So, ich habe jetzt hier da Herde auf, mit Epoxy aufgebracht. Wichtig ist, dass man das Kabel da jetzt wieder vernünftig mit reinzieht.
weil das könnte dazu führen. So. So, warten wir mal eben. Ganz klein bisschen sieht man das hier üben auf der Rückseite. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal da so ein Gewicht drauf gestellt und das hat ja genau sich dann noch ausgedrückt. Ja, so ein bisschen tut das auch. So, 5 Minuten Pause. So, also. Ist schon gut. So, jetzt müssen wir hier, wollen wir unser Ruderhorn noch eben einsetzen. Dann machen wir wie eben. Da brauchen wir nicht so viel. Also es gibt natürlich Stimmen, das 24 Stunden hat, ist natürlich alles viel besser. Das stimmt. Aber ich habe noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Obwohl dies manches 5 Minuten Epoxy wird ja auch irgendwie so komisch gummiartig, statt dass es hart wird. Aber funktionieren tut es doch nicht. Was benutzt du denn da jetzt für ein Harz? 5 Minuten Epoxy, frage mich von irgendjemandem. Keine Ahnung, wo das ist. Great Plains, habe ich irgendwo mal gekauft. Das ist eigentlich wurscht, wo man das hernimmt. Man kann das auch alles mit 24 Stunden Harz machen, aber sagt das Wort schon, 24 Stunden. Auf jede Arbeit 24 Stunden warten. Man kann allerdings auch zu viel von dem ganzen Kram nehmen. Dann wundert man sich, warum der Flieger bei manchen Leuten x Gramm wiegt und bei anderen wesentlich weniger. Das liegt überwiegend eigentlich am Verkleben von irgendwelchen Teilen. Wenn man da zu viel von nimmt, da kann man auch, überall Angst haben und so Angstlaschen einbauen, hätte ich beinahe gesagt. So wichtig ist nur, dass hier das wirklich bis nach unten durchgeht und dass wir hier unten auch noch eine So, einfach hinbiegen. Also wenn hier wirklich mal so Kleber drauf ist, man kann ihn nachher, schön ist, wenn man ihn vorher runterwischt, man kann ihn eigentlich meistens, ist auf den meisten Flächen noch so viel Wachs drauf, dass man den auch mit dem Fingernagel nicht herunterkriegt. So, und ihr seht schon, das sitzt. Ein bisschen anwülzen hier. Fertig ist der Siegellack. Trocknen lassen. So, ich habe hier nochmal den Servotester. Also ihr hört schon, mein Akku ist ein bisschen leer, aber ihr seht, das ist eigentlich, also die müssen nicht auf 90 Grad, ne? Das reicht sogar so vernünftig zum Landen, geht aber sogar so runter. Nach oben geht es auch. Jetzt können wir hier mal, Norbert hat mir gezeigt, wie es geht. So, und das haben wir geschafft dadurch, dass wir den Servohorn einen Zacken in die andere Richtung gemacht haben. Ihr seht, das funktioniert. Genau, das Ziel ist ja, dass nach unten der Ausschlag höher ist als nach... Nach oben haben wir jetzt diese ungefähr 18 bis 20 mm. Das ist eigentlich schon fast zu viel. Also normalerweise... Also ich fliege, ganz ehrlich, wenn ich euch das jetzt mal zeige, fliege ich mit solch einem Ausschlag. Mehr braucht man eigentlich nicht zum Fliegen. Das heißt, das ist ungefähr an der Fernsteuerung ein Knüppelweg von unter einem Millimeter. Das reicht. Oder mal einmal kurz Kurve einleiten und der Rest wird nur in diesem Mini-Bereich geflogen. Ganz ehrlich, wer am ruhigsten den Knüppel hält, fliegt am längsten. Das ist so. So, dann nochmal, wir hatten vorhin eben nochmal die Diskussion darüber, über Kreuzanlenkung. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, einfach das Servohorn hier unten rausführen, hier ein Horn reinmachen und das außerhalb. Ich denke, fürs normale Fliegen ist es aerodynamisch nicht
so relevant. Aber beim Abwurf, also das heißt, wer wirklich hammermäßig wirft, der kommt mit der Überkreuzanlenkung eigentlich besser da, weil der Luftwiderstand am Tragflügel oder am ganzen Flugzeug steigt im Quadrat zur Geschwindigkeit. Das heißt, umso schneller ich werfe, umso mehr ich werfen kann, also mit einer höheren Abwurfgeschwindigkeit, habe ich auch mehr Widerstand. Und dann macht die Überkreuzanlenkung Sinn. Wer jetzt, ich sag mal, normal wirft, sage ich mal, irgendwo Größenordnung heute so um die 40 Meter, 35 bis 40 Meter, der würde mit einer Außenanlenkung genauso gut fliegen. Und bei der reinen Abgleitzeit, denke ich mal, bringt die Überkreuzanlenkung vielleicht 1-2, vielleicht lass es 3 Sekunden sein. Also viel mehr ist das nicht, wo die besser ist, als wenn ich eine Außenanlenkung mache. Die Außenanlenkung ist viel einfacher. Spart man sich den Flügel hier. Das heißt, wenn ich den hier ein Loch reinmache, auch hier ein Loch reinmache, ist es natürlich immer so, dass das auch eine Stelle sein kann, die auch irgendwann mal beim Einschlag als erstes kaputt geht. Das wird jeder irgendwann mal merken. Oder nicht so oft einschlagen lassen. Macht auch Sinn. Und sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich in aller Frische wieder. Norbert wird das gleich nochmal... Ey, du musst mir ja nicht meine Barthaare hier alle so aufnehmen. Norbert wird das gleich nochmal dokumentieren.